Herr Direktor, ich muss Ihnen nicht mehr zu Ihnen. Nein, ich lasse Sie meine Meinung. Nein, Ruhe, bitte Ruhe. So geht es nicht. Ruhe, bitte. Seit Mittag sitzen wir jetzt beieinander und überlegen. Jetzt ist Mitternacht. Ich brauche dringend Ruhe. Wenn Sie Ruhe brauchen, dann gehen Sie das Kino, in dem man Ihren letzten Film spielt. Das sind Sie allein. Also bitte nur, aber seien wir doch lustig bei der Arbeit. Wenn wir es nicht sind, wie soll es dann das Publikum sein? Die wollen doch lachen. Ja, Sie wollen, aber Sie können nicht. Und warum können Sie nicht? Weil Ihre Drehbücher so langweilig sind. Ruhe, wenn Sie sie nicht verstehen und Sie aber was, ich bin Ihr bester Freund. Ich wünsche Ihnen, dass Sie so alt werden sollen wie Ihre Gags. Bravo, das haben Sie sehr gut formuliert, Herr Direktor, bravo. Aber ich schlage etwas vor. Mozart-Projekt bitte verschieben und wir machen noch einmal einen Sexfilm. Ja? Sexfilm? Ja. Die Frau als Lustobjekt, das ist vorbei. Lustobjekt ist vorbei. Vorüber. Ich habe die Verpflichtung, einen künstlerischen Film zu machen wegen der Subventionen. Na ja, bitte. Ja. Künstlerisch ja, aber lustig. Ja, und exzeptionell. Sehr richtig. Schließlich erwartet man gerade von mir, dass ich etwas zum österreichischen Kulturgeschehen beitrage. Etwas Exzeptionelles. Ja, was ich immer sage. Da wollen Sie einen Sexfilm machen. Ich will einen Sexfilm machen. Das ist meine Spezialität. Darf ich Sie daran erinnern, Herr Direktor? Darf ich Sie erinnern? Bitte. Bei meiner letzten Premiere haben Sie als Erster applaudiert. Ich? Der Beifall kam aus Ihrer Loge. Das war kein Beifall. Ich habe mich ins Gesicht geschlagen, damit ich wach bleibe. Das ist eine... Nein, bitte, bitte, seien wir doch lustig bei der Arbeit. Seien wir lustig. Schlagen wir uns das aus dem Kopf, bitte. Ja, schlagen wir uns. Aber was anderes. Nein, ich schlag doch mal im Lexikon nach. Bitte. Also. Bitte sehr. Mozart. Ja. Mozart wurde am 27. Januar 1756 als Sohn des Leopold Mozart und der Anna Mozart, geborene Pertl, in Salzburg geboren. Geboren. Na bitte! Aber das ist doch die Idee! Nein! Wir fahren mit der Kamera genau. Ja, wir fahren mit der Kamera auf das Bett zu, wo die Mutter mit dem Kind liegt. Ja. Der alte Mozart liegt im Nebenzimmer. Und weiter? Was heißt weiter? Soll ich den ganzen Film allein machen? Ich habe eine hervorragende. Ich sehe das vor meinen geistigen Augen. Salzburger Festspiele. Da, 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 da. Vom Domplatz hört man die Stimme. Häusermann! Zum Stammtisch kommen! Große Wagenauffahrt. Es ist sehr heiß in Salzburg. Man spielt im Festspielhaus gerade Figaros silberne Hochzeit. Wieso silberne Hochzeit? Es ist die 25. Aufführung. Und es ist furchtbar heiß. Karajan am Pult in Badehosen. Sehr schön. Und zwar jetzt kommt eine Trickblende. Ein Wischblende, ja? Aus dem Karajan wird plötzlich der Mozart. Ist das gut? Mozart starb mit 35 Jahren. Ja gut, das ist alles die Kunst der Maske. Das macht man schon. Aber jetzt kommt was Sensationelles. Über seine Stirne läuft plötzlich die Jahreszahl 1756. Ja? Mozart denkt zufällig, beim Dirigieren denkt er an seine Geburt. Die Kamera fährt auf das Bett, das Kindlein. Die Mutter, der nächste Schnitt, ist verhärmt. Warum ist sie verhärmt? Der nächste Schnitt, weil der alte Mozart zufällig im Nebenhaus in einem Bordell als Gast ist. Es ist eine Katastrophe. Es ist dort Gruppensex, alle aufeinander bis zur Luster hinauf, bis zur Decke. Und stellt sich vor, der Unterste wird plötzlich zum Telefon gerufen. Hey! Ist das gut? Gab es damals noch nicht. Was? Gruppensex? Telefon! Na gut, da wird er mit einem reitenden Boten... Pferd im Bordell! Nein, bitte, neue Aspekte! Seien wir lustig bei der Arbeit! Lassen Sie mich bitte ein Sexfilm mit einem Pferd. Nein, seien wir lustig bei der Arbeit. Nein, ich muss weiterlesen. Also, Mozart war... musikalisch ein frühreifes Kind. Frühreif ist immer gut. Der mit dem Vater bereits 1763 eine Konzertreise nach Westdeutschland machte. Fühlen Sie das zeitnahe dieses Stoffes? Abwandernder Künstler nach Westdeutschland, das ist immer gut. Außerdem könnten wir natürlich einige berühmte Lieblinge einbauen. Junke, Milovic, Rosenthal. Dani! Na, das ist doch... Spitze! Guten Abend, Messieurs. Nein, was ist? Kann ich denn, Messieurs, vielleicht behilflich sein? Aber stören Sie uns nicht, sehen Sie nicht, dass wir arbeiten. Statistengarderobe, erster Stock links, gehen wir. Mein Name ist Wolfgang Amadeus Mozart. Was? Ja, wir haben den Messieurs und der Madame vom Himmel aus zugesehen
Und dann die Madame und die Messieurs gar so leid getan haben, hat der Schicker nicht gemeint, ob er nicht runtergehen sollte und den Messieurs und der Madame vielleicht ein bisschen behilflich sein sollte. Nur wenn es angenehm ist. Kommen Sie, bitte nehmen Sie Platz. Dürfen wir Ihnen irgendwas anbieten? Vielleicht Mozart googeln? Nachdem wir im Himmel ja auch Filme haben und einer darunter ist, der gerade mein bescheidenes Erdenleben darstellt, haben wir gedacht, ich unterbreite Ihnen das Text. Ja, unterbreiten. Im Himmel gibt's Kinos? Natürlich sehr große. Oh. Elysium Palace zum Beispiel. Wie viel fasst der? Naja, so 100 Millionen Seelen. Wie hoch ist die Steuer? Ja, bei uns im Himmel gibt's keine Steuern. Ja, dort lassen sie einen wenigstens leben, wenn man tot ist. Ja, bitte, aber die Seelen bezahlen ja auch keinen Eintritt. Oh, nichts zu verdienen. Also bitte, darf ich jetzt... Ja, lesen. Also der Film beginnt bei meiner Geburt. Meine Idee. Ja, nein, das war doch mein... Seien wir doch lustig! Aber er hat ein Publikum vorgeführt, dass er mein Erdenleben bis zu meiner Bestattung im Massengrab... Massengrab! Endlich was Lustiges! Lesen Sie! Bitte lesen Sie! Also bitte, Wolfgang Amadeus Mozart. Ein Film der Paradise Picture Corporation, Drehbuch William Shakespeare, Musik nach Motiven von Wolfgang Amadeus Mozart, von Ludwig van Beethoven. Instrumentierung Johann Sebastian Bach, musikalische Leitung Robert Stolz. Das ist ein neuer. Die Einzi hat mir's schon erzählt. Dialoge sind von Franz Grillparzer, Bauten Fischer von Erlach, Innendekoration Tintoretto, Regie Emanuel Schikaneda, Produktionsleitung Isidor Wozasek. Na, endlich ein berühmter Name. Ja. Also 1756. Moment, wann geschieht die Sache im Bordell mit dem Herrn Papa? Seien wir doch lustig! Das ist doch jetzt nicht relevant! Na, was ich immer sage. Nein, bitte, jetzt kommt die Szene, wo ich der Kaiserin Marie Theresia in Schönbrunn meine ersten Kompositionen vorstelle. Nein, Marie Theresia geht nicht, die war zu oft im Fernsehen. Wieso denn? Frauenschicksale kann man nie genug im Film zeigen. Serie von Sebastian, ungarische Hochzeit, Kurier der Kaiserin und Schönbrunn. Sogar sehr Schönbrunn, ich stell mir das schon vor. Bis zur Gloriette hinauf, lauter nockerte Weiber. Seien wir doch lustig bei der Arbeit! Entschuldigen Sie, jetzt kommt nämlich meine italienische Reise. Italienische Reise? Ausgeschlossen. Die stellen uns doch die Kameras da unten. Na, wohin soll man? England, das ist gut. Her mit den kleinen Engländerinnen. Nein, jetzt kommt in der nächsten Szene komponiere ich dann den Titus. Titus? Ja. Nix mit Jugoslawien. Der ist erst zu kurz tot. Haben Sie nichts erlebt? Keine Liebe? Ja, doch sehr viel Liebe. In der nächsten Szene kommt dann, wo ich mit Konstanze, das ist meine spätere Frau, tanze. Tanze, das ist der Titel. Tanze mit Konstanze. Ich habe eine gute Idee. Tanze mit Konstanze, ich stelle das mir vor dem geistigen Auge. Diskothek, ja? Schwüle Atmosphäre. Und zwar wir Kinder vom Bahnhof Schwedenplatz. Pass auf. Die ganze Situation. Nur lauter schwüle Musik von Ravel, der Bolero. Dann, badadadam. Ich hab da meine eigene Musik. La 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 la. Jetzt kennst du, das ist doch kindisch. Wir brauchen Abba, Rolling Stones, Marty Brehm, heiße Rhythmen brauchen wir. Jetzt brauchen wir, machen es weiter. Wir werden dafür sorgen. Ja, jetzt käme dann die Szene, wo ich mit dem Schikaneder die Zauberflöte schreibe. Oh, die Zauberflöte ist nicht gut. Bahnflöte ist modern. Mit Zamfir und drumherum lauter Nockerte. Seien wir doch lustig! Nein, wir entdecken einen Nachwuchsstar. Das ist eine zweite Liza Minnelli. Willkommen, Liza Minnelli. Im Kabarett. Dann schon lieber Nockerte. Nein, bitte entschuldigen Sie, das erlaube ich nicht. Da ziehe ich meine Musik zurück. Was sind Sie zurück? Sind Sie größenwahnsinnig? Hinaus mit Ihnen! Bitte! Bleiben wir doch lustig. Lustig? Hinaus! Gehen's. Sie glauben, meine Referenz? Referenz, ja, was ich immer sage. Ach, fangt ihr nichts mit Dilettanten an! Ja, na gut, schön, ja. Also, und was ist jetzt? Ein Mozart-Film ohne Mozart-Musik? Ich habe eine geniale Idee! Eine geniale Idee? Wir machen keinen Mozart-Film! Wir machen einen Schubert-Film! Besetzen die Kessler-Zwillinge! Und nennen ihn... Na? Wie? Na? Das Zwei-Meter-Haus! Seien wir doch lustig!